Hallo meine Lieben, ich begrüße euch wieder von der Isar. Ich sitze hier direkt unterhalb des Tierparks. Und das bisschen Wasser, das noch fließt, rauscht laut. Aber ich will euch einfach die Bäume hier zeigen, wie das Frühlingsgrün und das Weiß der Kirschblüten hier immer deutlicher die Landschaft prägen. Die Security ist immer noch unterwegs. Ab Montag sind die Kontaktbeschränkungen so weit gelockert, dass jeder zumindest mit einer Bezugsperson, die nicht dem eigenen Haushalt angehört, auch spazieren gehen darf und Kontakt haben darf. Natürlich mit dem Sicherheitsabstand, das ist ganz klar. München hat im Vergleich zu Gesamtdeutschland immer noch die höchste Ansteckungsrate. Jede Lockerung ist ein großes Geschenk. Krankenwagen und Polizei sind ständig unterwegs. Und jetzt zeige ich euch noch einen wunderschön blühenden Baum. Das ist etwas Entspannendes. Und dieser Baum entspricht dem, was wir an Hoffnung in uns tragen. Dass alles gut wird, dass alles so schnell wie möglich vorbeigeht. Diese Hoffnung dürfen wir nicht aufgeben, weil es ja auch real ist. Es ist nur eine Übergangsphase, die wir einfach jetzt aushalten müssen. Für mich hat die Aufmunterung Kopf hoch eine ganz neue Bedeutung bekommen. Es tut Körper, Geist und Seele gut, wenn man sich etwas streckt und den Blick nach oben richtet. Mit dem Blick nur auf die Erde hat man das Gefühl, dass vieles stagniert, aber der Blick in den Himmel, in die Weite zeigt, dass da noch viel mehr Möglichkeiten sind. Also meine Lieben, Kopf hoch, durchhalten, nicht aufgeben. Ich wünsche euch Gesundheit und Kraft für den Tag heute und für die Zukunft. Alles Gute von der Isar, eure Maria.